Nun geht's wieder weiter. Gut, hier ist ein Rätsel. Und zwar, okay. Der Rote muss dort unten ran. Okay. Also heißt, es muss eine durchgehende Linie bis unten ran da sein. Das kriegen wir wohl hin, oder was? Okay, ich glaube, ich hab's versaut. Ah, nee. Doch, hab's versaut jetzt gerade. Ah, nein. Komm, ich hätte jetzt so machen können. Und dann hätte er. Kriegen wir mal noch hin. Ja. Schieberätsel, der vom Feinsten. Okay. Ja, sieht gut aus. Und? Was? Nein, ich muss den Roten da tatsächlich ranbringen. Okay. Muss ich oder kann ich auch hier einfach durchgehen? Ja gut, das scheint einfacher zu sein. Aber ist hier irgendwie was Spezielles dann oder so? Keine Ahnung. Wahrscheinlich vielleicht auch wieder ein Äpfelchen oder sowas. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Boah, mir egal. Ich ziehe jetzt erstmal Schieb. Ja, schieb ihn wieder zurück, du Bastard. Komm. Ah, was für ein Depp, ey. Ja, oder ich. Ja, egal. Naja, Und schieben 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 und schieben. Hinter mir ein Hund und ein Gepard, die sich nicht gegenseitig verfleischen. Naja. Ups. Aber der Gepard ist auch der bessere, weil. Ist ja auch eine Katze. Oder ein. Ja, eine Katze stimmt. So in dem Sinne. Weil es gehört zur Familie der Katzen. Ja. Okay. What? Ah, okay. Ja, gut. Einfaches Rätsel. Nein, doch nicht. Doch. Gut, geschafft. Ich möchte aus dieser Wüste raus, Leute. Es gibt nichts, was ich mehr möchte, als aus dieser Wüste raus. Ja, siehst du, habe ich mal den einfacheren Weg gewählt. Und Platsch. Ist hier oben links noch was? Geld oder sowas? Keine Ahnung. Nö. Okay. Gehen wir hier rein. Okay, nix. Aber hier stirbt man nicht so schnell. Schön. Mehr Rätselkost als alles andere. Beschleunigter Sprung, den beherrsche ich, ja. Genau. Genau. Was ist hier? Noch was. Soll ich erst links gucken? Soll ich erst oben gucken? Was soll ich machen? Ich weiß es nicht, es ist so viel. Was, so riesige Welt hier. Ach Gott, nein. Hier ist wieder eine Welt, hier ist wieder was zum Aufmachen. Hier geht's raus. Okay, schön. Na, reingelegt. Ist da auch ein Ausgang? Ich möchte das nur wissen, nicht, dass es hier mehrere Ausgänge gibt und ich. Ja, hier gibt es auch einen Ausgang. Okay, gehen wir erstmal hier. Okay. Ich bin unsicher. Ich bin verwirrt. Ich bin überfragt. Okay, das scheint wie ein Ort auszusehen hier. Nein, Gegner. Was mache ich denn jetzt? Aber hier ist schon irgendwie ein Ort. Durchsuchen wir ihn. Ne, okay, kann man nicht rein. Boah, Tür abgeschlossen, Idiot. Was ist das? Das ist doch was. Nichts mit anzufangen. Gut, keine Ahnung. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott, wie riesig. Oh nein. Und nach oben auch noch. Naja, nach oben geht's so. Ach, scheißen. Aber die Tür ist doch auch zu, oder nicht? Klotsch. Nö. Kommen wir nicht rein. Wüstenwichswürmer. Und schießende Scheißschädel. Wollen uns wieder das Leben schwer machen. Also ich denke mal einfach, das kommt später dran hier. Nein! Weil ich will ja zum Turm zu Babel und nicht zu. Keine Ahnung. Der Wiener Wüstenstadt. Keine Ahnung, was auch immer. Aber guck mal, hier gibt's. Ups. Kann man noch einkaufen oder sowas? Keine Ahnung. Hier sind Töpfe. Sehen aus wie bei Illusion of Time. Was weiß ich. Uah. Na? Okay. Also hier gibt es anscheinend wirklich nichts. Gut, dass wir gespeichert haben. Aber okay, wir gehen zum Raum zurück und versuchen es mal nach unten. Okay. Wieder speichern. Aber wenn ich jetzt überhaupt zurückkomme. Hier nicht drauftreten, bitte. Danke. Verdammt.
Wie bin ich denn da hingekommen? Nein, ich komme da nicht durch. Shit! Okay. Wie sind wir da hingekommen? Da ging es auch noch nach oben. Was ist hier? Oh, ein Tier. Oh, ich bin ein Tapir. Dies ist die Chamäleonwüste. Sie steckt voller trauriger Träume. Mir doch Bums. Dinosaurier, ich habe diese Wüste noch nie verlassen. Dinosaurier, macht es Spaß, in der Außenwelt zu leben? Das Leben ist hier in Ordnung, doch ich habe nicht den Mut zum Fortgehen. Was soll ich tun? Dinosaurier. Na klar. Bisschen Schisser. Okay, danke schön. Ach, sorry Leute. Fledermaus, ich bin eine Fledermaus. Ich kann eine Zeit lang Schutz vor schweren Angriffen gewähren. Ohohoho, nö. So sei es denn, sag mir, wenn du es dir anders überlegt hast. Was ist das hier? Ich bin eine Eierbombe. Ah, die habe ich doch schon gekauft. Nö. Ganz ehrlich, nö. Will ich nicht. Gibt's hier irgendwas zu holen im Rosenkohl? Nö. Überall gibt's ja ausborgbare Tiere, aber ich will die Tiere, die ich richtig behalten kann. Die interessieren mich eigentlich viel mehr. Naja. Hase? Füchslein nochmal, okay. Dieser Dinosaurier, ich bat ihn mir beim Überqueren der Meere zu helfen, doch er hat Angst. Er hat zwar einen riesigen Körper, aber Mut hat er keinen. Na, klasse. Die Menschen... Duft heißt er. Stinkebeult. Die Menschen haben versucht, den Turm zu Babel zu bauen, damit sie den Himmel erreichen können. Doch der Bau wurde eingestellt, bevor der Turm fertig war. Ich frage mich, was wohl passiert ist. Ja, jeder kennt die Geschichte. Auch ohne irgendwelchen Religionsunterricht oder dergleichen. Die Babelboys haben gesagt, wir bauen einen Turm, weil wir sind die Geilsten. Okay, wir gucken erstmal nach rechts, oder? Ja, hier ist nämlich nix. Wir sind die Geilsten, haben sie gesagt. Und haben haben sie gesagt, komm, wir bauen den Babelturm zu babbeln. Und um zu babbeln. Mit den Göttern. Oder, keine Ahnung, was schon ein Gott? Keine Ahnung, auf jeden Fall wollen wir das tun. Und das kam aber bei den Göttern nicht so toll an. Oha, ich komme zum Turm zu Babel. Okay, klasse. Speichern wir mal gleich ab, wenn ich da drin bin. Okay, das scheint das erste richtig dicke Dungeon zu sein wahrscheinlich, oder? Da ist ein Mannekick. Ups. Okay, hier sind Menschen drin. Naja. Und hier kann ich auch nichts weitermachen, oder? Nö. Nö. Naja, okay, also quatschen statt kämpfen. Ah, ja klar. Können wir machen. Und du auch? Ja. Okay, machen wir. Kein Problem. Expresslift, nonstop nach oben. Ja, das war ja dann relativ einfach. Na, klasse. Ja, schon sind wir oben. So schnell kann's gehen. Wieder speichern, weil ich sterbe gleich. Und dann... Ich schneide das nächstes Mal raus mit dem Nachladen, dann müsst ihr das nicht immer sehen. Was war denn das jetzt gerade? Okay. Roxy, hey du, klettere an mir nicht wie an einem Seil hoch. Wow! Wow! Was ist das? Wow! 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 Okay. Ah, dammit. Komm. Verdammte Axt. Na gut, okay. War jetzt aber relativ zu erwarten. Ja, das wollte ich rausschneiden. Bis gleich, Leute. Gut, willkommen zurück. Das Video läuft weiter, genau. Das war für euch nur ein Bruchteil einer Sekunde. Für mich nur wenige Sekunden. Zack. Klettere an mir nicht wie ein Seil hoch. Okay. Okay. Ja. Und bums. Ups, ich habe ihn nicht getroffen. Was ist jetzt? Muss ich seine Arme vernichten? Wow. Okay. Wow, na toll. Was macht er noch so? Ups. Okay. Jetzt. Aha. Okay. Der kann aber gut was ab. Okay, ich muss einfach nur sein Muster durchschauen. Das ist das hier. Wenn ich mich dahin stelle, soll ich sicher sein, okay? Mist, daneben mich. Doch, ich hab getroffen, gut. Okay, wieder hier hinstellen. Dann wieder gegenwerfen. Nein, wieder vergessen, aber wieder getroffen.
Ah, okay. Er wackelt mit einem Arm, auf die andere Seite gehen. Okay. Er macht Blitze. Stellen wir uns hier hin. Genau. Können wir den abwerfen. Okay. Er blitzt, macht Blitze. Blitze ist gut, weil wir ihn danach töten können. Und platsch. Nein, nicht schon wieder, bin ich dumm. Ah, ich habe getroffen. Ah, er wackelt mit einem Arm, auf die andere Seite gehen. Er springt durch die Gegend. Passiert nichts, ist okay. Er wackelt mit einem Arm, auf die andere Seite gehen. Er schießt Arme, das ist natürlich wieder beschissener. Okay, haben wir gut gemeistert. Ist da Blitze wieder? Jetzt wackelt er mit beiden Armen. Okay, in die Mitte gehen, auch gut. Oh, 10 Minuten 42. Ich muss unterbrechen mit meinem Boss. Na toll. Okay, Leute, bis gleich. Ich freue mich auf euch. Euer Igel.